Ah, sind die Arenen fertig? Boah, immer noch nicht zur Hälfte. Holy shit. Dauert aber auch lange. Warum benutzt ihr denn nicht den Weg, den ich euch baue? Ach, jetzt machen sie es. Nee, jetzt machen sie es wieder nicht. Sehr komisches Volk. Sehr, sehr komisches Volk. Egal. So, 25. Genau, 25 ist Minimum, damit wir den Bonus kriegen. Verbesserung braucht Metal. Ja, Metal. Metal ist auch eine Sache, die wir demnächst angehen. So, hiervon mehr, mehr und mehr. Verbraucht zwar dann auch wieder ein bisschen mehr von den Sachen, aber ja, ihr seht, easy. Zwei, keine Ahnung, warum die sich das nicht nehmen. Holzmäßig sieht es, glaube ich, auch ganz gut aus. Müssten immer noch Balken nach oben sein, oder? Ja. Also jetzt sieht es gerade wieder gut aus. Wartung ist auch nicht so viel. Ja, ich glaube, das passt. Notfalls müssen wir das nochmal anpassen. Ich weiß gerade nicht, wo stehen wir insgesamt bei Zugang. Was ist denn? Einrichtung 0,1. Es ändert sich überhaupt nicht. Doch, hier 0,11. Okay. Also es bleibt bei 0,1 aktuell. Warum auch immer. Gut. So, das haben wir also auch. Die Töpfer waren. Ja, da könnten wir jetzt natürlich gucken. Also wir produzieren 619 im Jahr. Ja, es könnte eng werden mit der Lehmmine hinten, aber egal. So, 619 im Jahr. Verbrauch von Töpferwaren, ich glaube, der liegt bei 0. Ja. Ja, gut, ab und zu mal Wartung. Aber theoretisch bei 0. Also heißt es, wir haben... Ne? Ja, sagen wir ungefähr 500 im Jahr. Das ist aber schon wirklich... hart gerechnet. Also 500 im Jahr könnte ich zur freien Verfügung haben. Das ist viel. Andere Sache. Export. Das ist Import. 3. Jo, alles klar. Nee, das könnt ihr vergessen. Wir testen es. Notfalls nehmen wir es den Leuten einfach wieder weg. So, erste Stufe Töpfer waren. Wir lassen es einfach ein bisschen laufen. Holz geht tatsächlich hoch. Ja, 140. Ja, 120. Okay, ja, wie gesagt, das können wir erstmal entspannt durchlaufen lassen. Fuck off, Alter. Boah, ist das krank. Wieso produziere ich keine Möbel? Ach ja, klar, weil ich Waffen produziere. Mich ganz kurz gewundert, warum Möbel auf einmal bei 0 sind. Ja, alles gut. So. Gut, jetzt ist nachts. Da arbeitet kaum einer. Was produzieren wir denn so ungefähr in einem Quartal? Alter, Entelodonten alle tot. Ja gut, okay. Können wir aber gleich nachzüchten. Also 160 produzieren wir ungefähr in einem Quartal. Ich habe 839 im letzten Quartal ausgegeben.
Also nur für die Haushalte. Ich meine, klar, die müssen erstmal ihren Standard quasi aufbauen. Und wenn das dann geschehen ist, dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen weniger. So, jetzt wird nämlich haushaltsmäßig schon gar nicht mehr so viel passieren. So, jetzt arbeiten auch alle. Jetzt geht die Produktion auch mal wieder ein bisschen hoch. Zu wenige Arbeiter zugewiesen. Ja, da müsst ihr einfach einen einstellen. Danke. Konsum 100. Hier sterben, glaube ich, immer mal wieder welche, ne? Ich habe auch noch ganz viele durchgeknallte. Oh. Also wir werden das übrigens mit dem Lehm nicht hinkriegen, ne? Ich brauche tatsächlich 1600 im Jahr. Und dafür ist die Produktion... Ich habe keine Ahnung, warum ist denn jetzt das hier schon wieder weniger? Ich muss eigentlich auf Lehmproduktion gehen. Gibt es hier nicht irgendwo Lehm? Tongrube, 10% mehr. Jo. Das reicht nicht mal ansatzweise. Aber die nächsten Sachen kosten halt dann auch dementsprechend mehr. Ja, also das wird leider nicht reichen. Dass wir hier durchgehend 25 davon beschäftigen. Die Alternative ist da oben. Und die ist arschweit weg. Oh nein, wir werden angegriffen. Oh mein Gott. Eine Weigerung könnte aber zu Problemen führen. Was wollen die nochmal haben? 10% unserer Waren. Wir sind eine Gruppe von edler Menschen. Fickt euch. Boah, 110.000 Denare. 10% unserer Waren. Oh, die haben 326... Ja, scheiße, muss ich bezahlen. Gott, Alter, wie bin ich im Minus? Ich bin einfach 96.000 Denare im Minus. Boah. Super. Wie ist da die Raid-Wahrscheinlichkeit? Ach so, ja, gut, jetzt bei 0. Ich denke, vorher war sie ein bisschen höher. Ach, Kacke, ich muss meine Armee unbedingt aufbumsen. Ja, ich muss das hier verbessern. Also das Einfachste ist übrigens hier, diesen Übungsplatz gleich mal auszubauen. Oder anders zu bauen. So, dann hätten wir schon mal 18. Sind einfach schon mal 6 mehr. Und, ja gut, Bogenschießen kann ich nicht verändern. Ich könnte einen zweiten Bogenschützen Platz machen, aber da fehlt es mir halt auch an Tilapian. Also eigentlich müsste eher das hier hochgehen. Der Übungsplatz. Da sollten wir wahrscheinlich wirklich einen zweiten bauen. Die Dinger sind übrigens ungünstig. Die würde ich wahrscheinlich eher hier hinsetzen. Oder hier hin. Warte mal, das machen wir doch mal ganz kurz. So, dann setzen wir die da hin und hier kommt bitte nochmal ein Übungsplatz. Achso, warte mal. Müsste der doch sein, oder? Ja. So, dann bauen wir exakt nochmal den gleichen Übungsplatz. Einfach 1:1 gespiegelt.
Und Bäume sind das, ne? Gut. Ja, fehlt an Möbeln. Okay, wir brauchen aber auch nur noch 6 Waffen und dann haben wir das da drüben auch fertig. Und dann können wir die Produktion wieder auf Möbel umstellen. Wir halten uns bei den Tontöpfen noch. Wir sind noch nicht bei 0. Bei Leben sind wir bei 0. Ich muss wahrscheinlich wirklich oben die zweite Leben Dings anbauen, anzapfen. Ich habe übrigens auch nur noch 14 Tage Essen, ne? Ach so, ja gut, weil 10% geklaut wurden. Aber dieses Jahr haben wir auch, glaube ich, ordentlich Minus gemacht. Oder? Also gut, wie gesagt, das Jahr kann man irgendwie nicht so ganz zählen. Durch den Überfall. 13 Leute sind auch obdachlos. Sind aber auch 9 Leute verwirrt. Also, wahnsinnig, nicht verwirrt. Es sind sogar 13 Leute wahnsinnig. 99. Ich habe ja auch ein paar mehr Gebäude als 99 mittlerweile. Ich glaube, die Zahl geht einfach nicht höher. Ja, wir quälen uns bei den Töpferwaren. So, und die Arena ist fertig. Oh mein Gott. Danke, lieber Gott. Wir haben die Arena. So, wir gehen natürlich wieder auf... auf die... Dings. Auf die Möbel. Das ist hier leider ein Problem, weil wir nicht genug Lehm haben. Wir werden oben die zweite Lehmdings brauchen. Wir brauchen diese Lehmmine. Ja gut, okay, Onze werden wir überleben. Oh, die Wege sind halt utopisch weit. Boah, ist das weit. Aber ganz ehrlich, ich brauche das Kackding. So, hier brauchen wir auch einen größeren Storage auf jeden Fall. Ja, und natürlich hier Auxiliaries. Prozent. Produktion 54. Ist mir egal, ich baue das jetzt erstmal. Und alles weitere, gucken wir, wie das läuft. Also, hier gibt es erstmal den Weg runter. Alter. Das wird ein langer Weg. Alter, wo ist denn hier eigentlich mal ein Mensch? Endet denn eigentlich ein Weg? Hier endet der Weg. So schön durchs Ongsgebiet. Das kommt weg, das kommt weg. So. Ja, das hier ist natürlich auch Quatsch. Und gleich auch mal ändern. So. Ja, gut. Viel Erfolg beim Klöppeln. Ich muss leider hier oben auch Wohnung bauen.
Alter, alter Schwede. Keine Ahnung, wer hier oben einziehen soll. Also wer das verwalten soll vor allem. So, nächste Runde Häuser. Nochmal Einfamilienhäuser. Warte mal, hier können wir auch nochmal welche hinsetzen. So, dann machen wir noch mehr Familienhäuser hier unten einfach ran. So, hier gibt es noch einen Brunnen. Einfach, damit wir das Notwendigste auch haben. So, Wege. Wege. So, viel Spaß. Beim Bauen. Oh Gott, Alter, die haben die Straße schon gezimmert. Wahnsinn. So, ich habe übrigens 9 Arbeiter zu wenig. Ich habe 13 Arbeiter zu wenig. Warum denn das? Habe ich irgendwas gebaut? Was fertig? Achso, die Arena. Wie viele arbeiten denn da? Niemand. Niemand arbeitet in einer Arena. Ist auch geil, hier so mitten in den Berg reingebaut. Irgendwie sieht das schon geil aus. Hat was. Trotzdem, warum habe ich jetzt gerade so wenig Arbeiter? Ach so, weil wahrscheinlich die Dings hier fertig ist, ne? Ja, Ausbruch von der Blutungsfieber. Ja, okay, weil das Ding hier jetzt aktiv ist. Okay. Ja. Warum sind es hier 12? So, 19 Arbeiter fehlen mir. Dann holen wir uns erstmal 16 hier. 8 davon und hier davon auch nochmal ein paar. Dann sind wir erstmal wieder plus 5. Wir haben noch 12 Tage Essen. Wir beobachten. Ich habe schon wieder zu wenig Arbeiter mit einem Schlag. Warum denn? Mir fehlen schon wieder 6 Arbeiter. Aber ich habe doch gerade erst welche geholt. Ist doch gar nicht. Ich will jetzt aber ungern nochmal eine Alter, 59. Da muss ich aber auf jeden Fall nochmal Essen machen. Anders kriege ich das dann nicht gebacken. Obstplantage. Alter. Ärgerlich. Hier haben wir noch ein gutes Gebiet. Ich würde gerne mal gucken, ob wir hier oben vielleicht nochmal irgendwo ein gutes Gebiet für eine Farm haben. Hier sieht's gut aus. Hier könnte man auch nochmal eine dicke, dicke, dicke Farm bauen. Fruchtbarkeit 81%, das ist geil. So, und wie sieht es auf der anderen Seite aus? Prozent. Na easy, hauen wir auch gleich nochmal hin. So, komm. Dann gibt es hier auch nochmal Häuser. Mal ein Doppelweg. Doppelweg. Ach so. So, bitte. Warte mal. Ganz ehrlich, wir bauen mal was anderes. Also, Gemüsefarm ist schon richtig, aber ich hätte gern mal ein Pinsel. Nee, nicht ein Pinsel. Eine Ellipse. Überhaupt gar nicht, was ändert. Ich finde das geil. Das kommt weg. Das kommt weg. Und den Rest können wir aber so entspannt lassen.
Ja, pass auf, das machen wir mal. Wir bauen mal in eine Ellipse. Und das Ganze machen wir mit Obst einfach nochmal. Einfach mal eine andere Form. Immer dasselbe. Okay, ich erkenne es überhaupt nicht. Ja, ist okay. Ja, komm. Was soll's? So, dann haben wir mal zwei Ellipsen gebaut. Die sehen jetzt nicht gleich aus. Also, ich hätte das eins höher machen müssen, glaube ich, nur, oder? Warte mal, können wir das nochmal ändern? Weiß nicht. Ach. Sorry. Ich habe mich gerade gewundert, warum es nicht geht. Aber einfach, weil ich blöd bin. So, jetzt. So, und hier machen wir genau diesen einen da oben noch weg. Und diesen einen. Oder wir können alternativ auch einfach das hier noch mit dazu machen. So. Okay. Also, zwei Ellipsen. Da sind noch vier Leute. Oh Gott, Alter, sind einfach 20 Leute wahnsinnig. Ich muss das unbedingt angehen. Ich brauche ganz dringend eine Psychiatrie. Eine große. Psychiatrie. So, und die knalle ich jetzt einfach mal hier hin. Ah, warte mal, das ist eine Dings. Ne, dann machen wir sie hier hin. Zählen. Zählen. Ah, eins weiter noch. Ja. Aber, ah, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ich will alles nochmal abreißen. Wenn, dann machen wir es so. Ach nee, das geht ja nicht. Dass vorne gleich der Durchgang ist und hinten. Ja, ich weiß, wir brauchen halt Metall dafür. Ach so, ein Eingang. Hab ich? Oh, ich habe wieder einen Sklaven. Keine Ahnung, woher. Ein Tilapia, okay. Ja, ich muss Geld machen. So. Weg durch. Weg durch. Da kommt kein Weg hin. Gut. Also Metall ist das große Problem. Den Rest haben wir zusammen. Töpferwaren. Wir quälen uns mit Töpferwaren. Aber dafür überall jetzt fette, fette Pfeile. Gucken wir mal eine Reihe Menschen. So, dann haben wir erstmal wieder ein paar über. Was ist denn das hier eigentlich? Eisenerz. Mhm. Apropos Eisenerz. Ah, ich müsste hier tatsächlich mal auf 50 hochgehen. Die Produktion ist einfach schlecht. So. Gut, das sollte also auch ein bisschen besser werden. Ich bin mir noch unsicher, was das Beste ist. Ob man einfach alles nehmen soll oder ob man wirklich nur die fetten Gebiete nimmt. Rate 0,75. Ja, okay. Das muss ich vielleicht auch mal irgendwann durchtesten. Dann machen wir erstmal Schluss. Sehen uns morgen wieder. Mich wieder eine Aufnahmesession beendet. Ja, gut. Waren sollten gleich alle reinkommen. Und
dann... Ja, das sieht schwierig aus. Was ist hier eigentlich los? Ja. Gut, werden wir uns morgen und übermorgen dann noch um den Außenbereich hier kümmern. Um die beiden, oder ja, um die zwei Brüste hier. Mit den Wohnungen und die Psychiatrie brauchen wir ganz dringend. Ja, und dann sollten wir vielleicht auf die Metalle gehen. Das ist dann erstmal das Letzte. Also Textil müssen wir auch nochmal kurz gucken. Apropos Textilien. Ich muss erstmal übergangsweise hier alles einlagern. Das wird später sich aber auch nochmal alles ändern, weil ich würde da hinten gern noch ein neues Lager bauen. Ich bin übrigens auch nicht zufrieden mit dem Essenslager. Aber das ist was für sehr viel später. So, warte mal. Zack. Gut, dann erstmal Schluss. Wir sehen uns morgen wieder, meine Lieben. Bis dahin. Adieu.